Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem langersehnten und super geilen Let's Play Far Cry 4. Dieses Spiel habe ich schon Ewigkeiten erwartet. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Far Cry 3, der Vorgänger, hat mir monstermäßig... Okay, die Aufnahme scheint ganz kurz weg gewesen zu sein oder auch nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der Vorgänger hat mir so mega gut gefallen. Das ist eins meiner Lieblingsspiele geworden. Und ich freue mich jetzt einfach schon so stark auf Far Cry 4. Ich kann es gar nicht erwarten, um ehrlich zu sein. So gar nicht. Aber ich muss euch vorher erstmal die Grafikeinstellung zeigen, weil es gibt ja immer Leute, die das interessiert. Ne? Bitteschön, also einfach alles aufs höchste Einstellung. Ultra. Und wir müssen natürlich erstmal ganz kurz etwas machen. Deutsch. Subtitles mache ich euch auch mal an, weil Aufnahmen und so. Deutsch. Game Language. Da. Deutsch. Schon viel besser. Ah. Oh, es ist ein anderes Bild. Ist ja geil. Aber sieht auch schon viel besser aus. Ich spiele das Ganze auf normal. Eine respektable Herausforderung für erfahrene Spieler. Aber Spiele sind dazu da, um normal gespielt zu werden, also spielen wir es normal. Und das Ganze in Offline, weil wir sind eh alleine. Also, go. Im Beutetaschenmenü kannst du deine Beute sortieren, verwalten und wieder ablegen. Da geht's schon direkt los. Ajay, mein Sohn. Ich habe einen letzten Wunsch. Bring mich zurück nach Lakshmana. Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Mr. Gale, ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell ein Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwarya Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass. Hey. Dein Pass. Hat der einen Golfschläger in der Hand? Was ist los? What? Scheiße!
was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job. Den hast du versaut. Alter. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Was? Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins. Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell... Foto. Guck in die Kamera. Lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen. Okay, Factor 4. Alles klar. Should I stay or should I go? Was ist da gerade passiert? Wieso ist der nett zu uns? Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dipleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Paganin. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter andererseits... Sie... hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Okay. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein. Es war der verfickte goldene Pfahl. Diese scheiß Terroristen.
Die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Ey, wow. Durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simmst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los. Schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe. Du musst es glauben. Hilfe. Hilfe. Nutzt dein Zwerchfell. Hilfe. Hilfe. Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terrorist, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Pleuresan-Wesen. Es ist schon wieder so ein richtig harter Badass-Charakter. Ich liebe sowas. Und diese Affenköpfe, ne? Oh. Okay, es sieht verdammt gut aus. Das muss man dem immer lassen. Okay. Erst die Steuerung wieder kennenlernen, aber wir haben ja gerade gar nichts. Was zum Teufel? Aua. Und wir haben unseren Charakter gesehen. Oder liegt was? R-Arm-Mimo, verstärkte Aktivitäten des Goldenen Pfades. Wir vermelden einen Anstieg in den Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Gegend um Banapur. Wir haben als Reaktion auf die abgefangenen Waffen und Nachschublieferungen, die vermutlich für den Goldenen Pfad bestimmt waren, unsere Präsenz in allen Standorten entlang der Südgrenze verstärkt. Alle Konvois und Patrouillen sollten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden und auf terroristische Aktionen gefasst sein. Sergeant Misra. Okay. Ei. Ich muss aber ganz kurz die Mausempfindlichkeit etwas hochziehen. Und die Untertitel waren aus. Wieso sind die aus? Nee. Die hätte ich gerne an. Einfach nur deswegen, falls mal irgendjemand aus dem Fernsehen was spricht oder so. So. Schon viel besser. Starthilfekabel, Munition für Faustwaffen. Und 10. Wow, wie viel? Oh, scheint ein ganz schön große Wehre zu sein. Geht's hier durch? Nee. Alles dicht, also wir müssen quasi nach unten gehen. Okay. Wow. Hey. Arbeite nicht so viel. Hi Daddy, ich hoffe du amüsierst dich in Dubai. Mama sagt, du fusionierst da zwei Banken oder so. Aber ich hoffe, du musst nicht zu viel arbeiten und hast Zeit, dich umzusehen und shoppen zu gehen. Ich hab doch bald Geburtstag. Hab dich lieb. Ashley Xoxoxo. Okay. Da ist auf dem Bild wahrscheinlich, ne? Ey, warte, 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 was? Das hab ich gerade gelesen und... Reisedaten Mr. Paul Harmon. Flug Minneapolis St. Paul, MSP nach Patna, Indien, ist es egal. Gesamtreisezeit 27 Stunden, 45 Minuten. Okay. Business Class J, Gesamtpreis $16.174. Die Tickets sind von Umtausch ausgeschlossen und nicht übertragbar. Namensänderungen sind nicht erlaubt. Die Fluglinie kann zusätzliche Gebühren für aufgegebenes Gepäck und andere optionale Sonderleistungen erheben. Die Flugpläne und Terminals können sich kurzfristig ändern. Okay.
sieht aber auch krass aus, ne? Kinderzeichnungen, wieder sau viel. Welche Währung ist das? Glockenturmsender. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Versuch gab, die Sendungen vom Glockenturm in der Nähe von Banapur zu sabotieren. Aus diesem Grund werden alle Glockentürme von nun an bis auf Weiteres bewacht. Es ist unerlässlich, dass die Botschaften unseres großen Führers in ganz Kyrat empfangen werden können. Der Führer! Oh mein Gott, es geht da... Oh nein! Möge Pagan Minz Licht sie alle erleuchten. Das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Visitenkarten, wieder Geld. Und ich bin der Gute. Das heißt, ich würde eigentlich gar nichts tun. Ich möchte zuhören. Und die Leute sagen, ich wäre ein fantastischer Zuhörer. Wenn du mir einfach sagst, wer deine Freunde sind, was sie genau planen und wann es passiert, brauchen wir das nicht. Atme. So, wir wissen schon, dass du uns ausspioniert hast. Aber woher kennst du AJ Gale? Was will der goldene Pfad nur von ihm? Sorry. Hey Baby, nein, ich habe ein Meeting, ich kann gerade nicht. Ja, du weißt ja, wie stressig es hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob er anweist. Nein, ich rufe dich zurück, wenn ich fertig bin. Das sollte nicht lange dauern. Ja, wie geht's dem Mädchen? Ja? Gut, gut, gut. Gib allen einen Kuss von mir, okay? Ich liebe dich. Ich dich auch. Okay, bye. Weißt du, ich würde dich eigentlich kündigen. Aber meine Frau, sie würde das nicht verstehen. Vor ein paar Jahren hat meine Firma sich verkleinert und all meine Aufgaben an ein drittes Weltloch vergeben, wie... Naja, wie hier eigentlich. Und als nächstes war ich Schreibtischtäter. Mann, habe ich das gehasst. Wurde wegen Burnout beurlaubt. Und da war ich nun, die Frau auf Arbeit, die Kinder in der Schule und ich lag nur auf der Couch, jeden Tag. Und starrte in die Scheißglotze. Aber dann sah ich ihn. Dr. Phil. Bekommt ihr das auch hier draußen, Dr. Phil? Puh, super. Und er sagte, daran erinnere ich mich genau, weil das vergesse ich nie. Wenn du glücklich werden willst, dann finde es dein wahres Ich. Blitzschlag. Und da wurde mir klar, dass ich das wertschätzen muss, was ich gut kann. Und in deinem Leidwesen ist es das. Gut. Also ich mache das Folgende. Ich versuche es so gut zu machen, wie ich es irgend kann. Wenn ich dieser Arbeit um den halben Globus folgen muss, dann werde ich genau das tun. Ich bin runter von der Couch. Ich ernähre meine Familie. Ich bin der verdammte Mann! Sieh mir ins Gesicht. Ein ehrliches Lächeln. Also, wenn ich sage, ich kann das den ganzen Tag machen. Gut. Warum lässt du nicht alles los? Hm? Woher kennst du AJ Gale? Atme. Alter. Boah, wie schaffen die es nur, dass die Charaktere immer so krass brutal sind?
Das ist so, wow. AJ Gale. Mein Name ist Sobal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Ich Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Nein, er hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Oh mein Gott. Okay, los geht's. Halt den Kopf unten! Was? Ich bin direkt, das verstehe ich gar nicht. Ja, ja, ich gehe schon auf die andere Seite. Bring ihn in Sicherheit! Los, ich gebe Deckung! Scheiße! Ach so, okay. Oh mein Gott. Zum Teufel! Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe! Nimm die! Sind wir sicher? Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir! Schieß auf sie! Scheiße! Pass auf! Okay, die kriegen wir. Ich kann nicht so gut ziehen, was soll denn? Ja, gut, nehmen wir das Quad einfach mit. Rechts! Ja, so hoch kann ich aber nicht zielen. Festhalten! Au, au, au! Oh mein Gott. Okay, das ging tief runter. Aua. Okay, ich glaube, der Wagen ist... AJ, wenn du mich hörst, antworte! AJ Gale, antworte bitte! Hallo? Kyra sei Dank, hier ist der Ball. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck, der Fahrer ist tot. Okay, was meinst du? Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Okay. Die zwei Gruppen sind ja wohl wieder klar. Der Goldene Pfad und die anderen. Das aber... Oh mein Gott. Ist hier noch irgendwas Brauchbares? Kann ich irgendwie markieren? Oh, guck mal, was war denn da? Grundlagen des Schleichens. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner im Begriff sind, dich zu entdecken, ist sie vollständig gefüllt und blinkt, wurdest du entdeckt. Das ist ja klar, das kennen wir schon. Drücke T, um einen Stein zu werfen und Gegner abzulenken. Das ist auch bekannt aus Far Cry 3 noch. Drücke C, um in die Hocke zu gehen, so verminderst du deine Sichtbarkeit und verursachst weniger Geräusche beim Gehen. Konnte ich die irgendwie markieren? Ging das? Wir wollen nur mit dir reden! Komm raus! Es ist alles okay! Was nun? Was zum Fick? An mir kommt nichts vorbei. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Zeig dich, dann können wir das klären. Jetzt geht er zum Wasser, okay. Aber das Gebüsch haben die viel geiler hingekriegt. Oh mein Gott! Das muss nicht so laufen wie jetzt. Du musst dich nicht verstecken. Sicher nur der Letzte.
Ziel, um einen Stein zu öffnen. Ja, das weiß ich mittlerweile. Boah, da war was. Was war das? Du solltest mal nachgucken gehen, Kollege. Dieses Mal habe ich was gehört. Dieses Mal habe ich was gehört, glaubst du? Du kannst unter Wasser schwimmen, um dich vor Gegnern zu verstecken und unbemerkbar zu werden. Dann schwimmen wir mal ganz durch. Ja, die haben uns nicht gesehen, sehr schön. Wow. Ach du Scheiße. Dafür mache ich mal eben einen Screenshot, dass ihr das Thumbnail. Alter, oder ich bin noch nicht sicher, ob es das Thumbnail wird, aber es sieht saugeil aus. Boah, haben die mich erschrocken. Oh, hier ist ein Tier. Köder. Halte E, um ein erlegtes Tier zu häuten und einen Köder zu erhalten. Öffne das Waffenrad, indem du 1, 2, 3, 4 Q gedrückt hältst und wähle deinen Köder mit der Maus aus. Wirf den Köder mit der mittleren Maustaste, um Raubtiere anzulocken. Was? Das geht jetzt? Oh mein Gott! Das ist ja geil! Okay, das wird definitiv noch richtig spannend. Haltet die Augen auf, Leute! Wahrer Filmköder. Ich finde dich, Gail! Das ist doch bestimmt ein Tier, oder? Wo versteckst du dich? Heikling! Okay. Weitersuchen! Köder. Und wie werfe ich das? Warum kommst du nicht raus, Gail? Ja, ich würde den Stein hinwerfen, bestimmt. Wenn ich so mache und dann mit der Maus da drauf gehe. Aber warte mal, da unten steht's ja alles. Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, weil ich zu blöd bin. Das kann nicht sein. Okay. Ich bin bereit. T09. Ich hasse sowas übrigens, wenn man sowas nicht weiterkommt, da kommt man sich mir total blöd vor. Und ja, es ist blöd. Wurfwaffe wechseln. Zoom. Ja, habe ich gemacht. Ja, ja, ergibt irgendwie Sinn. Ja, okay, das war eigene pure Dummheit, ich weiß, sorry. Oh, hi. Du machst das, ne? Oh nein! Machst du das, Bär? Ey, Moment mal, Bär, wieso bist du tot? Bär, haus weg, los, bitte! Okay, das sah geil aus. Das schaffst du. Mach ihn. Schnetzel ihn. Ess ihn. Mir egal. Nice. Wie töte ich den jetzt?
stört ihn nicht. Okay, es stört ihn. Ja, komm hier hoch, hast recht. Nimm das und lass mich in Ruhe. Okay, das sind Gebäude. Liegt hier noch irgendwo ein anderer Köder rum? Ich sehe von hier schon wieder was blinken. Nutze den Nahkampfangriff F, um Objekte zu zerstören. Reissack, bla bla bla. Wurfmesser. Ja, wirfst du mir das Ding, der stand sogar da. Ich werde einfach nur zu blöd zu lesen. Dann tut's mir leid. Kamera. Drücke Y, um deine Kamera zu zicken. Ach genau, so konnte man die markieren. Da war ja was. Um zu zücken oder wegzustecken, Ziele mit der Maus, bla bla bla. Die Kamera markiert sie und verfolgt ihre Bewegung selbst durch Wände hindurch. Das sind so ein paar. Okay, die Kamera sieht auf jeden Fall definitiv besser aus als beim dritten Teil. Und ich muss mir stark überlegen, wie ich das hier anfange. Kann ich mich hier hochbacken? Ja, kann ich. Ja, wir können jetzt auch so bewegen. Konfliktdiamant, bla bla bla. Ja, wir können gleich endlich so wegbewegen. Boah, wie er den wegwirft, eiskalt. Wir können natürlich jetzt voll Karacho da reinschießen. Aber irgendwie habe ich Spaß daran, das jetzt mit dem Wurfmesser zu machen. Mal irgendwie anders hoch. Kann man da hochklettern? Nee, bis jetzt nicht. Stimmt, wir können ihn natürlich dran locken, ist natürlich auch eine Idee. Ah, guck mal, was da kommt. Da kommt ein Frühstück. Legen wir direkt ab. Aber wenn wir den Tragis direkt noch durchsucht, ist das richtig? Das haben sie auch nice gemacht, dass sie an sowas gedacht haben. Die blinken noch, also kann ich die Munition davon nicht aufheben oder ist es eine andere Waffe? Es ist doch die gleiche Waffe. Ah. Na, guck mal an. Kommt direkt der nächste runter und laufen. Schnappen uns den doch auch direkt mal. Ich muss. Tschüss. Eine Plastiktüte. Boah. Schwupp, dupp, dubbi, 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 dubbi. Und eine dritte, der hingeklatscht wird.
will. Ich durchsuche einfach nur. Danke. Und ich heute mal natürlich, ist klar. Müssen wir doch ganz kurz nachgucken. Wie ging das nochmal? So ging... Uiuiui, was ist das denn, Hübsches? Da kommen wir noch zu. Was ist herstellen? Oh, okay. Ich würde eigentlich nur... Oh Gott, wie war das bei Uplay nochmal? Wie kommt man nochmal ins Dings da? Dieses Overlay davon. Bei Steam ist ja Shift plus Tab. Drücke Blablabla, um eine Granate zu werfen. Und sie abzukochen. Alles klar. Was man jetzt, allein, was man jetzt schon wieder für Sachen machen kann, ja? Ich hätte das gerade im Laub machen können, ich hätte eine Granate verwenden können, nur Wurfmesser, ich hätte das Tier verwenden können, ich hätte die erstechen können, alle mit Takedowns weglocken können. Oh mein Gott. Aber ab hier geht es erst nächste Folge weiter. Mit diesem wunderschönen, extrem geilen Ausblick. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.